Hallo Kinder, wie geht es euch heute? Macht euch bereit, denn heute wollen wir spielen. Wir wollen Spaß haben mit farbigen Figuren. Alle Figuren sollen sich selber vorstellen. Quadrat ist mein Name. Meine vier Seiten sind alle gleich. Dreht mich herum, mir ist's egal. Ich bleib doch gleich. Ich bin ein Quadrat. Kreis ist mein Name. Schaut, ich dreh mich rundherum. Und dann könnt ihr verstehen, dass meine Räder sich endlos drehen. Ich bin ein Kreis, ein Kreis. Rechteck ist mein Name. Meine vier Seiten sind nicht gleich. Zwei sind kurz und zwei sind lang. Zählt meine Seiten, dann seht ihr's gleich. Eins, zwei, drei, vier. Dreieck ist mein Name. Aufwärts geht's zur Spitze hoch und dann abwärts und dann noch gerade rüber. Sagt mir, was das ist. Ein Dreieck, ja, ein Dreieck bin ich. Okay, Kinder, auf geht's. Spielt mit den Figuren und baut was zusammen. Ja! Nun zeigt mal eure wunderbaren Künste. Wir wollen ein schönes Figurenhaus bauen. Meine vier Seiten sind alle gleich. Wie heiße ich? Quadrat! Genau, wir stellen es hier hin. Nun schaut nach oben und sagt mir, welche Figur das Dach hat. Dreieck! Ja, lasst es uns im richtigen Winkel aufstellen. Wir sind unschlagbar. Jetzt nennt mir eine Figur mit zwei langen und zwei kurzen Seiten. Rechteck! Genau, es ist das Rechteck. Was für ein schönes Haus wir gebaut haben. Yeah! Das hat Spaß gemacht. Nun lass uns noch was bauen. Wir fahren heute etwas weiter weg. Drum lass uns zusammen ein Auto bauen. Ja! Welche Figur geht endlos rum und herum? Wisst ihr das noch? Kreis! Ja, es ist ein Kreis. Wir wollen ihn so hinstellen. Nun brauchen wir für unsere Reise eine Figur mit zwei langen und zwei kurzen Seiten. Rechteck! Ja, es ist ein Rechteck. Und wir wollen es so aufstellen. Welche Figur mit vier gleichen Seiten kommt ganz oben hin? Quadrat! Ja, es ist ein Quadrat. Wir wollen es so hinstellen. Aus all den Figuren haben wir ein wunderschönes Auto gebaut. Yeah! Zur Abwechslung wollen wir einen Baum machen. Was meint ihr, Kinder? Seid ihr dafür? Ja! Diesmal fangen wir mit einem Rechteck an. Sieht das nicht gut aus? Welche Figur sollen wir noch benutzen? Kreis, Rechteck? Oh, bitte sag es uns! Okay, wir brauchen ein paar Dreiecke. Wow, das sieht wie ein schöner Baum aus. Was meint ihr, Kinder? Ja! Kinder, lasst uns noch etwas bauen. Wie wäre es mit einer hübschen Wippe? Ja! Auf einer Wippe können wir den ganzen Tag spielen, von morgens bis abends. Okay, mit welcher Figur sollen wir dieses Mal anfangen? Ein Dreieck wäre perfekt für unsere Wippe. Jetzt brauchen wir eine Figur mit zwei kurzen und zwei langen Seiten. Ja, wir wollen ein Rechteck einbauen. Jetzt lasst es uns vorsichtig einfügen. Schaut, wir haben unsere eigene Wippe gebaut. Das macht so viel Spaß heute. Ja, Bob, hurra, hurra. Wir müssen uns irgendwo hinsetzen und etwas essen. Lasst uns einen Tisch und ein paar Stühle bauen. Wir nehmen vier Rechtecke für die Beine. Wir bauen sie alle in diesem Winkel ein. Das sieht großartig aus. Danke, Rechteck. Jetzt brauchen wir eine runde Figur. Kinder, könnt ihr mir sagen, wo es sowas gibt? Ein Kreis! Genau, ein Kreis. Den bauen wir ganz oben ein. Hier ist unser schöner Tisch, noch schöner als gekauft. So, jetzt brauchen wir noch Quadrate und Rechtecke für unsere Stühle. Das sieht wunderbar aus. Jetzt können wir uns alle irgendwo hinsetzen. Danke, ihr Figuren. Das hat heute so viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal mit noch mehr Spiel und Spaß.
bin Bob, die Bahn. Wollt ihr ein Weltraumabenteuer erleben? Ja! Gehen wir auf Planetenfahrt mit Bob als Kapitän. Da gibt es Spiel und Spaß an Bord der Weltraumbahn. Gehen wir auf Planetenfahrt mit Bob als Kapitän. Da gibt es Spiel und Spaß an Bord der Weltraumbahn. Seht ihr dort den Merkur? Er steht der Sonne nah. Ist dort nicht furchtbar heiß? Verbrennen wollen wir nicht. Ihr seid in Sicherheit, wir gehen nicht zu nah ran. Die Sonne macht uns braun, vom Kopf bis zu den Zehen. Schaut, da ist Venus schon in Wolken eingehüllt. Ist dort denn jemand drin? Den rufen wir ganz laut. Hallo, ist da jemand drin? Sieht wie die Erde aus, doch niemand lebt da drauf. Komm, lasst uns weiterfahren auf der Planetenbahn. Das hübsche blaue Ding, das ist unsere Erde. Ja, da sehen wir das Meer und das Land und Schnee. Wir können leben dort, denn es gibt Atemluft. Und es ist nicht zu heiß und es ist nicht zu kalt. Rat mal, was vor uns liegt. Es ist der rote Planet. Wir sehen ihn näher an, schaut mal, wie schön er ist. Das ist Planet Nummer 4, er kommt direkt nach uns. Weißt du auch, wie er heißt? Sein Name ist Mars. Und jetzt kommt Jupiter, siehst du, wie groß er ist? Der größte überhaupt, wie 1000 Erden groß. Er hat nen roten Fleck und viele Monde drum. Komm, lass uns weiterfahren mit dem Planetenlied. Gehen wir auf Planetenfahrt mit Bob als Kapitän. Da gibt es Spiel und Spaß an Bord der Weltraumbahn. Der ist ja wunderschön, hat einen runden Ring. Er wird Saturn genannt, lasst uns ne Runde drehen. Oh, da sind noch mehr Ringe, gemacht aus Eiskristall. Hier würd ich gerne sein. Wär das nicht wunderbar? Vor uns liegt Uranus, er glänzt ganz grün und blau. Doch drinnen sehen wir nichts, denn da ist zu viel Gas. Hallo, was versteckst du da drinnen? Und jetzt kommt der Neptun, er hat ein schönes Blau. Man nennt ihn Eisgigant und Wasser gibt's dort auch. Planeten habt ihr gesehen, doch es gibt noch viel mehr. Was man dort sehen kann, sehen wir beim nächsten Mal. Gehen wir auf Planetenfahrt mit Bob als Kapitän. Da gibt es Spiel und Spaß an Bord der Weltraumbahn. Ich hoffe, die Planetenfahrt hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal mit Bob der Bahn. Kennt ihr das Tier-ABC-Lied? Lasst es uns singen mit Bob der Bahn. Alligator, es ist so groß und grün. Ein Krokodil. B, 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 a butterfly, so schön wie eine Königin. Ein Schmetterling. C, 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 a caterpillar, oh, wie langsam sie kriecht. Eine Raupe. D, 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 a dog, wie er auf seinen Pfoten springt. Ein Hund.
Elefant. Sein Rüssel ist unendlich lang. Ein Elefant. F, 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 a frog. Er streckt seine Zunge raus. Ein Frosch. G, 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 Giraffe. Ich kann nur die Hälfte sehen. Eine Giraffe. Ha, 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 a hippopotamus. Es liegt im Fluss den ganzen Tag. Ein Nilpferd. Sieht wie ein Dinosaurier aus. Ein Leguan. J, 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 a Jaguar. Hat tausend Flecke und noch mehr. Ein Jaguar. K, 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 a Kangaroo. Schau, wie es hüpft und springt. Ein Känguru. L, 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 a Lion. Den man auch Dschungelkönig nennt. Ein Löwe. M, 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 a monkey, der Bäume über alles liebt. Ein Affe. N, 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 a newt. Pass auf, dass er nicht plötzlich niest. Ein Molch. O, 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 an octopus. Da sind ne Menge Arme dran. Ein Oktopus. P, 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 a penguin. Sein Gang sieht wirklich lustig aus. Ein Pinguin. Kuh, 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 a quail. Sie brütet ihre Eier aus. Eine Wachtel. R, 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 a rhinoceros. Nimm dich in Acht vor seinem Horn. Ein Nashorn. S, 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 a starfish. Dieses Tier gibt's nur im Meer. Ein Seestern. T, 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 a tiger. Ich glaub, dass er ein Schläfchen macht. Ein Tiger. Diese Hörner an. Ein Urial. V, 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 a vulture. Fliegt im Himmel hoch hinaus. Ein Geier. W, 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 a walrus. Wie groß seine Zähne sind. Ein Walross. X, 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 an X-ray fish. Man sieht durch diesen Fisch hindurch. Ein Röntgenfisch. Y, a Jack. Ich glaube, ihm ist ziemlich kalt. Ein Jack. Z, 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 a Zebra. Sieht wie ein Pferd mit Streifen aus. Ein Zebra. Das war das Tier-ABC-Lied. Hat das nicht Spaß gemacht? Dann kommt bald wieder mit Bob der Bahn.